Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur neuen Folge von All In. Endlich wieder ein bisschen Rumble in the Jungle hier. Wir haben jetzt wieder ein paar neue Folgen am Start. Und heute kein DJ, kein Produzenten, würde ich sagen, sondern eher Artist, Rapper, Sänger, brand new auf dem Markt. Und ja, ich habe mega Bock, dich kennenzulernen und mal ein bisschen mit dir zu quatschen. Wie geht's dir? Was geht ab? Welcome, Icy Kid. Na, was geht? Was soll ich dir erzählen? Ich frage einfach nur, wie es dir geht, was abgeht, so was. Wie geht's dir? Aktuell tatsächlich sehr gut. Sehr gut, würde ich sagen. Sehr das schön. Safe. Sehr cool. Es gab deutlich schlimmere Phasen. Ah, okay. Ja, da kommen wir gleich noch zu, wenn du da irgendwie drüber quatschen willst. Ich habe am Anfang mal so zuerst die Frage, wie du zu deinem Namen gekommen bist, Icy Kid. Gibt es da eine besondere Story zu, so, oder? Kid? Okay. Drauf gekommen bin ich tatsächlich, als ich mit den Jungs, wir hatten so eine ganz, ganz wilde, komische, ganz unangenehme Phase, wo wir jeden Tag in der Shisha-Bar saßen. Okay. Und, weiß nicht, da haben wir auf Kampf mir irgendeinen Namen überlegt. Ich bin aber eigentlich auch super unzufrieden mit diesem Namen und würde echt gerne unter einem anderen Namen releasen, aber so ein Artist-Name zu finden, ist ja so schwer. Ja gut, vielleicht kann man da mal ein bisschen mitdenken. Muss man mal ein bisschen mehr über dich herausfinden, so, ne? Wie du so drauf bist und keine Ahnung, welche Richtung das Ganze auch gehen soll. Aber also du willst weg davon? Eigentlich wohl, aber mir fällt keine bessere Alternative ein. Vor allem, ich finde auch die Schreibweise ist auch super dumm, Digga. Ich habe halt einfach ein Doppel-I gemacht, weil alles andere vergeben war. Ja, genau. Ich habe nicht bei Spotify geguckt. Du hast ja ein paar Songs bei Spotify. Da habe ich auch Icy Kid eingegeben und ich so, fuck, mit 2i, 2D. Und ja, bevor ich das so geschrieben habe, kam ich halt auch auf andere halt, ne, die auch so ähnlich hießen. Deswegen. Das ist super wack. Ja. Wann hast du denn mit Musik angefangen? Also 2019 war das. Ja. Das ist gewesen. Ich hatte einen Typen in meiner Parallelklasse, der hat so ein bisschen so Gothic-Shit gemacht, so ein bisschen mit Punk-Hip-Hop-Einflüssen so. Und ich habe mir gedacht, also ich habe mir wirklich einfach gedacht, wenn der Bre das kann, dann kann ich das auch. Okay. Konnte ich zu dem Zeitpunkt dann aber doch nicht. War sehr unangenehm, aber ich war richtig in meinem Film, hab das auch alles schön fleißig released. Ja. Aber Bruder, das war also gottlos. Also sehr, sehr gottlos. Sehr, sehr gottlos. Die Anfänge sind doch eigentlich immer so, ne? Ja, safe. Ja. Okay, wie alt warst du da? Also wenn jetzt als 2019, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? 16 war ich. Okay, krass. Also schon voll früh angefangen. Und? Ja. Und dann Beats von YouTube gezogen und drauf gerappt oder was? Oder was hast du da am Anfang gemacht? Ja, genau das, was ich heute auch noch tue. Hm. Okay, also. Ich hab so ein, zwei Kollegen, die Beats machen, die ich so über Discord und so kennengelernt habe, so übers Connecten einfach. Die schicken mir ab und zu was rum. Ja. Aber sonst stöber ich viel auf YouTube einfach. Ja. Und Texte machst du selber alles? Texte schreibe ich selber. Ja. Okay, und dann einfach drauf los recorded, YouTube-Tutorials reingezogen, wie recordet man vernünftig, Plugins organisiert. Ja. Safe. Ich hatte zu der Zeit super viel Zeit, also ich war knapp anderthalb Jahre oder sogar 2 Jahre war ich krankgeschrieben. Okay. Und da, weiß nicht, hatte ich halt super viel Zeit, habe mich jede Nacht in Tutorials gedrängt, habe mir das versucht selber ein bisschen beizubringen. Ja. Bin aber immer noch nicht so an dem Punkt, wo ich sage, ich bin fein damit. Aber ja, Digi, du bist ja auch noch nicht so lange dabei. Also, du hast ja noch ein bisschen Zeit jetzt. Du bist ja voll jung. Ja, aber man misst sich ja so mit anderen, ne? Wenn ich überlege, mit den Kollegen, mit denen ich zusammen angefangen habe, weiß nicht, ist dir Treason 434 im Begriff? Nee, sagt mir gerade nichts. Mit dem Bre habe ich zusammen quasi angefangen, Musik zu machen. Der Mann chillt jetzt bei Spotify auf 270.000 Hörern, Digga. Okay, das ist stabil. So, wo wenn ich geguckt habe, wo seine Qualität hingegangen ist, geisteskrank. Bist du noch mit dem connected? Wenig, wir schreiben ab und zu noch, aber okay. Nicht mehr wirklich. Und mit welchen Leuten hat der so zu tun? Also hat der auch mittlerweile wahrscheinlich ein ganzes Team um sich, oder macht der alles selber? Der ist komplett independent. Der macht auch, also Beats, holt er sich irgendwo her oder produziert er selber? Produziert selber.
Der macht alles selber mit Releases. Alles selber. Alles okay. Selber. Okay, das ist schon stabil. Das ist schon sehr krank. Der ist schon sehr krank. Ja, voll. Du hast gerade gesagt, dass du 2 Jahre irgendwie krank geschrieben hast. Willst du darüber quatschen oder ist das eher privat? Hast du ja keinen Bock drauf, darüber zu reden? Kann man machen vom Ding. Also ich habe da so kein Problem mit. Das ist halt der Grund auch gewesen, warum ich überhaupt mit Musik angefangen habe. Das wäre nämlich meine nächste Frage dann gewesen. Ja, ja, genau. Ich habe, weiß nicht, ich war krank geschrieben wegen ja, Depressionen, die ganze Reihe durch. Und war quasi nicht fähig, irgendwie eine Schulform durchzuziehen oder eine Ausbildung zu starten. Okay. Und ja, dementsprechend bin ich dann mal zum Arzt gegangen. Der hat mich weitergeschickt zum Therapeuten. Habe ich 1,5 Jahre ambulante Therapie gemacht, einmal die Woche. Und habe daran anschließend einen Klinikaufenthalt ja, durchgezogen, 4 Monate. Und ja, über die Zeit hat mich Musik quasi immer so begleitet, habe darüber meine Texte größtenteils geschrieben. Ja. Ja, du hast ja auch sehr persönliche Songs, wir haben die ja gestern so ein bisschen gecheckt. Was da, also, du hast das aufgearbeitet, würdest du sagen, du bist da jetzt erstmal drüber hinweg so, also geht's dir besser? Ich habe so zu diesem Jahr hin tatsächlich für mich so ein Cut gemacht, einfach so für mich. Also ich sage zu mir selber, Bruder, Depression ist jetzt Geschichte, das ist alles nicht mehr das, was ich so, das soll kein Teil mehr von meinem Leben sein. Ich meine, es wird immer irgendwo ein Teil von meinem Leben sein, aber ich möchte das nicht mehr so im Vordergrund stellen. Ich sage zu mir selber, Bruder, du hast keine Depression mehr, dir geht's jetzt gut so. Ja. Ich weiß schon in den richtigen Momenten, wenn es mal nicht gut läuft, dann weiß ich schon, was ich zu tun habe und komme da ganz schnell wieder raus. Also ich würde auch sagen, dieses Jahr ist bisher das schönste Jahr auf jeden Fall gewesen, was jetzt die letzten Jahre so war. Okay, ja, ist ein schwieriges Thema und auch irgendwie so ein bisschen schwer drüber zu quatschen eigentlich so, aber in den letzten Jahren haben sich viele ja dazu bekannt, dass sie das, dass sie die Krankheit haben, auch viele große Influencer und YouTuber und so weiter und so fort. Also es ist nicht mehr so, dass das irgendwie verschwiegen wird. Und würdest du sagen, du bist da relativ offen mit umgegangen und hast das recht schnell für dich erkannt? Oder war das irgendwie, du wusstest erstmal nicht, was los war, weil du auch noch voll jung, also ich meine, du bist immer noch jung, aber zu dem Zeitpunkt warst du ja noch viel jünger. Hast du das so verstanden, was da mit dir passiert? Oder? Gar nicht. Also ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe gesagt, so, ich bin super antriebslos, bin super müde, finde keine schönen Gedanken mehr, mir geht's nicht gut, hatte teilweise, aber nicht geisteskrank ausgeprägt, hatte teilweise suizidale Gedanken. Okay. Hab mich so gefragt, was da mit mir passiert, dachte irgendwie, das ist was Körperliches, irgendwelche Werte oder so, stimmt nicht, irgendwie haben wir halt Blutbild gemacht beim Arzt und der hat mich dann weitergeschickt, zum Therapeuten, zur Psychotherapie, als die Blutwerte in Ordnung waren. Und da habe ich mir, also mein erster Gedanke war so, krass, du bist jetzt einer von den Kranken so, weil das für mich halt komplett realitätsfern war. Mhm. So keine Berührungspunkte damit gehabt, gar nichts. Und auf einmal kein fließender Übergang von ich lebe mein Leben und alles ist gut zum ich habe gar keine Lust mehr zu leben, so. Es war von einem auf den anderen Tag. Okay. So, das war der Umschwung von 10. Klasse, Realschulabschluss zu, ich habe mich angemeldet für Fachabi Wirtschaft. Und in der ersten Woche, wo das Fachabi losging, hat es angefangen, dass ich im Bus Panikattacken bekommen habe, im Schulbus. Und ja, nach einer Woche bin ich da auch noch nicht mehr hingegangen. Krass, okay. Ich kann jetzt nicht so viel zu sagen, weil das halt natürlich, das ist auch dein privates Ding. Ich will da auch nicht zu tief reingehen jetzt, ne? Das ist halt, weiß ich auch nicht, ob das jetzt. Aber du hast die Musik dann zu dem Zeitpunkt gestartet und du würdest auch sagen, die hat dir so ein bisschen dabei geholfen, so durch die Phase zu kommen oder dich immer wieder begleitet. Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, als wir deine Songs gehört haben, da hast du auch teilweise dann halt irgendwie geschrieben, so, jo, das berührt mich gerade. Und das ist gerade krass. Und wenn du deine eigenen Songs hörst, du willst jetzt wahrscheinlich irgendwie an die Zeit anknüpfen auch, also was heißt nicht an die schlechte Zeit, sondern du willst jetzt wahrscheinlich weiter Mucke machen und hast du da für dich sozusagen, also willst du einen Cut machen und in eine andere Richtung gehen oder willst du immer noch ähnliche Songs machen wie zu der Zeit, um das auch abzuschließen, hast du da schon eine Idee oder willst du einfach nach deinem Gefühl gehen weiter?
vom Ding her nach meinem Gefühl, ich bin Ja. offen für sämtliche Richtungen. Was mir aber oft auffällt, wenn ich Musik mache, so gerade wenn ich anfange, einen Text zu schreiben, dass da nichts kommt. Was Ja. meistens, wenn ich einfach down bin und mich dann hinsetze und schreibe, dann kommt es von alleine so, dann kann ich Also schreiben eher nach wie, Gefühl halt, ne? ja, Wie deine Gefühle genau. aufschreibst, so, ne? Ja, genau. Aber wenn ich mal so einen guten Tag habe, so, dann kriege ich das auch mal hin, so eine Hook zu machen, die auch mal happy klingt, so. Okay, wäre ganz cool, ab und zu auch mal so, also das schön Ja, auch mal happy ist zu machen, so, ne? auf jeden Was ist so deine Inspiration in Sachen Musik? Also, wen feierst du so? Fall. Also mein Top 1 Favorite Artist ist Ado Sia auf jeden Fall. Ja. Sierra Kid habe ich viel gehört zu der Zeit Okay. damals, aber mittlerweile auch Ja. gar nicht mehr. Ja. Der hat ja auch ähnlich, Ansonsten. also Sierra Ja. Kid hat ja auch einen ähnlichen, also ich weiß nicht wie parallel, aber der hat ja auch einiges durchgemacht, ne? Na genau. Ja. Weiß ich aber sonst aktuell eher so Underground New Wave Artists. Okay. Ja. Und orientierst du dich auch an dem Sound oder willst du daran orientieren oder was ist so das, was du in Zukunft machen willst? Vom Soundbild her. Oder weißt, oder einfach Beats hören und dann rein. Ja, Beats hören und dann schauen, was passiert. Okay, okay, So okay. gehe ich eigentlich immer vor. Ja, wir haben uns ja schon so ein bisschen ausgetauscht. Und also haben wir auf jeden Fall gemerkt, so in die düstere Richtung soll es nicht gehen. Dein Soundbild bisher ist recht, also ich würde sagen, schon eher so in die traurigere Richtung, Ja, oder? safe, safe, ja, Ja. safe. Ja, müssen wir mal gucken, was da so geht. Also ich habe auf jeden Fall, bin auf jeden Fall mal gespannt. Und was wäre so deine Vorstellung? Also hast du das Ziel, von der Musik irgendwann mal leben zu können oder auch Artist zu werden? Oder wird das, soll das für dich immer so ein Hobby bleiben? Weißt du da schon irgendwas? Wenn du träumen darfst. Wenn ich träumen darf, wäre das natürlich schon sehr krass, wenn das klappt, Ja. so. Gerade auch, also wenn ich jetzt nochmal überlege, dass ich das Ganze auch echt gerne für meinen Dad gerne schaffen würde, damit mein Ja. Dad einfach nicht mehr arbeiten muss, damit er noch eine schöne Rente haben kann und sowas. So, Ja. das wäre schon wirklich ein Big Dream, so. Ja. Aber so an sich bin ich fein damit, wenn es ein paar Menschen gibt, die sich das anhören und ich denen damit helfen kann, so. Ja. Das ist so generell so ein Ding in meinem Leben, dass ich mit dem, was ich, ja, ich sage jetzt mal, durchgemacht habe, ich will damit Menschen helfen. Das ist ein super schönes So. Ziel. Also generell Menschen zu helfen. Und ist so eine coole Sache. Auf jeden Fall auch meine berufliche Richtung, die ich aktuell gehe, basiert auch so ein bisschen darauf. Ich mache gerade eine schulische Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, also Ja. Behindertenhilfe quasi. Ja. Und danach würde ich gerne Sozialpädagogik studieren und dann Cool. Richtung Familienhilfe zum Beispiel gehen. So. Und dann, Ja. ja, die sozial schwachen Familien, beispielsweise so Problemkinder in die Richtung so. Ja, ist so ein super schönes Ziel. Auf jeden. Ne? Also anderen Leuten zu helfen ist immer, macht einen selber auch glücklich, wenn man anderen Leuten hilft. Also zumindest habe ich das so für mich erfahren. Ja, das Ja, heißt, safe. dein Tagesablauf ist bestenfalls tagsüber Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, abends Mucke machen oder wie ist es? Im besten Fall, ja, im besten Fall. Und im Aber naja, Bruder, ich sag ehrlich, wenn ich in der Schule bin, ich meine, mein Stundenplan ist sehr gnädig mit mir. Ich habe Ja. eigentlich, bin um 1:30 spätestens zu Hause. An Okay, das einigen geht aber Tagen bin ich echt. schon um, an einigen Tagen bin ich um 11:30 schon zu Hause. Ja. So, also mein Stundenplan ist wirklich sehr gnädig. Dann gehe ich Ja. nach der Schule meistens noch eine Runde ins Gym und Sehr gut. dann gucke ich tatsächlich, dass ich viel mit meinen Freunden mache, dass ich viel unterwegs bin, weil ich bin aktuell nicht gerne alleine zu Hause so. Ja. Ja. Sehr nice. Also ich finde es auf jeden Fall cool, wie das Blatt sich sozusagen so gewendet hat, ne, dass du jetzt auch in die Richtung gehst und auch den Leuten irgendwie da helfen willst. Und musikalisch gucken wir eh mal. Du bist jetzt bei uns hier in der Community, wenn du Auf willst, jeden. weiterhin. Und Auf dann jeden, auf jeden. und mal gucken, was für Projekte entstehen. Und ich bin auf jeden Fall hyped so.
Da haben wir jetzt mal gecheckt, was, ich meine, du bist auch jetzt recht jung, wir haben jetzt noch nicht so 10 Jahre, über die wir sprechen können. Wir haben halt eben jetzt 4 Jahre, über die wir quatschen können. Deswegen ist es das auch von meiner Seite aus. Es sei denn, du hast doch irgendwas, wo du jetzt sagst, so, ey, das ist doch wichtig, so, das muss man auch wissen. Aber wir werden, wenn du Bock hast, zusammen an deinem Ziel im Musikbereich, können wir da gerne zusammen dran arbeiten. Also, ich wäre auf jeden Fall Safe. hyped. Würde mich auf jeden Und Fall freuen, weil, Digga, ich bin ehrlich, manchmal brauche ich so jemanden, der mich so an die Hand nimmt und einfach mich mitzieht, so. ja. Weil von alleine, so, ich lasse mich oft hängen, so, was ich gestern schon meinte, ich bin manchmal echt kleiner, fauler Bastard, so. Ja. Ich, so, wie sagt man, so, Deadlines oder so. Bruder, wer bin ich? Wer bin ich? Aber in Wer bin dem, ich? ich sag mal so, mit 20 oder 21, wie alt du jetzt warst, Bro, ich wollte auch nur Party machen und Gas geben, mit Freunden draußen chillen, dies, das. Das ist auch normal, das gehört auch dazu. Aber wenn du halt Gas geben willst, auch in dem Bereich, dann solltest du auch ein paar Stunden dafür investieren, ne, wenn du das Ja, willst, ne? safe, safe, safe. Und Also ich bin eigentlich sogar nicht mal, also mittlerweile gar nicht mehr so dieser Party-Typ. Ich habe jetzt ja. auch, als ich mit Kraftsport angefangen habe, aufgehört zu trinken. Sehr Ich gut. weiß, ich sehe den Sinn da mittlerweile auch nicht mehr. Und mein Goal für dieses Jahr ist eigentlich noch mit dem Rauchen aufhören. Das wäre natürlich sehr stabil, weil das ist, also Ja, safe. Rauchen ist halt wirklich komplett sinnfrei. Ja, Bruder, das ist so gottlos und ist so fucking Also, teuer, heftig. Heftig. ich will jetzt hier nicht Alkohol verherrlichen, da ist auch ein Effekt. Bei manchen ist der positiv, da wäre dann Ja. noch okay, wenn man das in Maßen macht. Manchmal ist es zu viel, dann ist das natürlich komplett Katastrophe. Also alles in die Richtung, was zu viel ist, ist Katastrophe. Aber beim Rauchen hast du nicht mal, also das ist ja, passiert ja nichts. Es bringt halt gar nichts, ja. Safe, safe, safe. Aber gut, dass du das schon mal erkannt hast. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich bin ein Typ, der Leuten in den Arsch treten kann und Deadlines pushen kann und halten kann. Und ja, genau. Von daher, wenn du Bock hast, let's go. Und dann würde ich sagen, sind wir mit dem Interview durch. Wir packen trotzdem, auch wenn du deinen Namen vielleicht noch ändern willst, ich weiß es nicht, deinen ganzen Spotify-Kram natürlich in die Beschreibung bei YouTube. Dann können die Zuschauer mal reinhören bei dir. Weil, Auf Leute, jeden check das auf jeden Fall mal ab. Ist ein sehr starker Sound schon. Alles self-made. Echt cool schon. Und da würde ich sagen, beenden wir die Folge. Haben wir mal so einen Fall, ich kleinen freue Einblick mich. bei dir bekommen. Ja, Mann. Leute, auf YouTube, danke fürs Einschalten. Und lasst einen Daumen oben natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Channel. Checkt Icy Kid ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.